Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute starten wir mal wieder rein in eine Sprint to Glory und zwar natürlich keiner gewöhnlichen, sondern wir verpflichten in dieser Sprint to Glory mit Hertha nur Spieler, die im Januar Geburtstag haben. Das Ganze könnte man natürlich noch ausweiten mit weiteren Sprint to Glories der anderen Monate. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, auch gerne Vereine, mit denen ihr mal Sprint to Glories sehen wollt und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses heutige Video gefällt. Wenn du neu auf dem Kanal bist, auch liebend gerne ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann starten wir jetzt rein in die Sprint to Glory mit Hertha BSC. Der erste Blick auf unsere Problemstellen verrät, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Dazu würde ich gerne noch einen neuen Achter verpflichten, eventuell sogar noch einen neuen Keeper, der sich direkt nochmal ein bisschen schneller entwickelt und vielleicht schon zu Beginn der Beste im Kader ist. Und wenn dann noch genügend Geld übrig bleibt von unseren 45 Millionen, dann würde ich sogar auch nochmal einen neuen Stürmer verpflichten. Das sind die Ziele. Wichtig nur, die dürfen alle nur im Januar Geburtstag haben. Und es hat sich jetzt im Sommer direkt nochmal deutlich mehr getan, als ich erwartet habe. Zuallererst holen wir uns einen neuen Innenverteidiger. Bei Bayer 04 Leverkusen werden wir fündig. Wir holen uns Kusunu. Er hat am 4. Januar Geburtstag. Wir zahlen 12,4 Millionen bei einem Marktwert von 12 Millionen Euro. Der nächste neue Mann ist dann Maximo Perron. 3 Millionen bezahlen wir. Sein Marktwert beträgt 4,1 Millionen. Er hat richtig gutes Potenzial und hat am 7. Januar Geburtstag. Damit der nächste Mann dementsprechend natürlich, der im Januar Geburtstag hat und zu uns wechselt. Das gleiche gilt für den nächsten, Luis Junior, ein neuer Keeper, 72er Gesamtrating leider nur, da er einer der wenigen Keeper war, die ich jetzt gefunden habe, die wirklich im Januar Geburtstag haben. 5 Millionen bezahlen wir, Marktwert 4,6 Millionen und er hat am 14. Januar Geburtstag. Dann verlässt uns Darida, zu uns wechselt Karim Adeyemi, Geburtstag am 18. Januar. Sein Marktwert beträgt 13,5 Millionen, wir bezahlen 16,8 Millionen, damit haben wir in meinen Augen einen richtig guten Deal gemacht. Dann verleihen wir noch unser wertvollstes Jugendtalent, den haben wir hochgezogen aus der Jugendmannschaft und direkt für 2 Jahre verliehen. Dann ein Abgang per Freigabesumme, Oliver Christensen wechselt für 7,8 Millionen, das war für uns natürlich ein Geldsegen, genauso wie Serdar, der zurück zu Schalke 04 kehrt, das Ganze für 27,2 Millionen, der nächste Geldsegen, der für uns natürlich ideal reinpasst und der uns natürlich freut, denn dadurch können wir uns einen neuen zentralen Mittelfeldspieler holen, der ein richtig solides Potenzial hat mit 84, Curtis Jones wechselt zu uns, ich glaube sogar sein Potenzial müsste jetzt nochmal besser geworden sein, 17 Millionen Markwert, er hat Geburtstag am 30. Januar 2001, dann verleihen wir noch einen Mann, Dardai wird noch verkauft und ein letzter Mann kommt am 25. Januar zu uns. Das ist Hincapié, der von Bayer 04 Leverkusen mal wieder zu uns wechselt. Aber das ist der nächste Mann, der im Januar Geburtstag hat, hat ein richtig gutes Potenzial. 26,5 Millionen Marktwert. Wir bezahlen 27 Millionen plus Uremovic, der einen Marktwert von 2 Millionen hat. Also richtig guter Deal für uns. Er wird jetzt gerade umtrainiert zum Innenverteidiger, da er auf der Position besser ist. Und dann sollte er sogar noch vom Gesamtrating einen Ratingpunkt nach oben gehen. Damit ist das die Startelf, mit der wir in die Saison starten. Ich bin schon richtig zufrieden, was wir hier machen konnten. Hatten natürlich auch ein bisschen Glück mit dem einen oder anderen Abgang, der uns nochmal richtig Geld beschert hat. Damit starten wir rein in die allererste Saison und ich hoffe mal, dass wir nicht auf den Abstiegsplätzen in der Winterpause stehen. Im Winter stehen wir jetzt auf Tabellenplatz 14, punktgleich allerdings mit dem Relegationsplatz. Aktuell der VfB Stuttgart, die ebenfalls 15 Punkte haben, also das ist bisher leider gar nicht gut. Das wird ein Zitterkampf bis zum allerletzten Spieltag, denke ich mal. Dazu sind wir in Runde 3 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München ausgeschieden. Ich denke, das geht in Ordnung. Gegen den FC Bayern war es eigentlich relativ klar, dass wir ausscheiden, deswegen da bin ich 0,0 enttäuscht. Schauen wir auf die Entwicklung in unserem Kader und können direkt feststellen, hier sieht es auch nicht ganz so gut aus wie erhofft. Wir haben immerhin schon den allerersten 80er, ansonsten viele Spieler, die nicht so zufrieden sind. Das gefällt mir überhaupt nicht. Adeyemi konnte sich immerhin schon auf 78 entwickeln, ansonsten sind die Entwicklungen nicht so überragend. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein, zwei Stufen oben drauflegen. Mit unserem Innenverteidiger-Duo bin ich eigentlich schon zufrieden. Die beiden kann man, denke ich mal, langfristig einplanen. Ansonsten muss noch viel in unserem Kader verändert werden. Also jetzt zur Rückrunde. Muss ich echt sagen, die Ergebnisse sahen überraschend gut aus. Wir haben mit Adeyemi auch den nächsten 80er-Spieler. Dazu Toussaint und Jones auch auf einem guten Weg.
Ich bin gerade zufrieden. Für mich erstes Ziel jetzt zur neuen Saison nochmal einen neuen, besseren Keeper, dass wir wirklich unser ganzes Geld in den Keeper stecken, damit wir da vielleicht direkt einen 80er Keeper haben. Und dann könnte ich mir vorstellen, spielen wir nicht um den Abstieg, sondern dann spielen wir direkt um die europäischen Plätze. Aktuell Tabellenzehnter, das ist, wenn man auf die Winterpause schaut, ein echt solides Ergebnis. Hatten wir 15 Punkte in der Winterpause, dann waren das jetzt 28 in der Rückrunde, das ist richtig stark. Hätten wir das in Hin- und Rückrunde geholt, hätten wir 56 und wären international dabei. Also das ist eine richtig starke Rückrunde, die wir gespielt haben. Im DFB-Pokal sind wir schon raus. International waren wir nicht dabei und damit geht es rein in Saison Nummer 2. Und im Sommer kommt dann jetzt tatsächlich nicht nur ein neuer Keeper zu uns, sondern auch noch ein neuer zentraler Mittelfeldspieler und ein Rechts- bzw. Linksverteidiger. Zuallererst der neue Keeper, wir holen uns Lafont für eine Schnäppchensumme von 28 Millionen. Sein Marktwert beträgt aktuell 37 Millionen, damit haben wir hier einen richtig guten Deal machen können. Des Weiteren der nächste neue Mann ist Nico Gonzalez, zentraler Mittelfeldspieler, 17,533 Millionen bezahlen wir. Sein Marktwert liegt bei 19,5 Millionen. Nochmal zu Lafont. Er hat Geburtstag am 23. Januar, Nico Gonzalez am 3. Januar und der dritte Neuzugang, der zu uns kommt, das ist am Ende Rentsch geworden. Er wechselt für 20 Millionen zu uns. Ich sehe jetzt gerade, entweder ist sein Potenzial richtig nach unten gegangen oder wir wurden über den Tisch gezogen. Auf jeden Fall hat er Geburtstag am 18. Januar 2003, damit drei neue Neuzugänge, die im Januar Geburtstag haben. Uns verlassen dafür allerdings auch vier Spieler insgesamt, die eher für die Breite waren, also kein einziger Stammspieler hier, der uns verlässt. Und so ist das Ganze dann langfristig geplant. Gonzalez, Nico Gonzalez natürlich direkt im Mittelfeld, Lafont im Tor, Rentsch für die linke Seite, der hat 5 Sterne Weakfoot, das heißt, er kann eh auf beiden Seiten spielen. Ich werde ihn sogar umtrainieren zum Linksverteidiger, da ich ihn dort langfristig sehe. Unser Kader ist nochmal deutlich stärker geworden, vor allem aufgrund eines neuen Keepers und ich hoffe, dass dieser Kader am Ende um die europäischen Plätze mitspielen kann und damit starten wir rein in Saison Nummer 2. Die neue Saison läuft jetzt aber leider dann wieder überhaupt nicht nach Maß und zwar sind wir aktuell nur Tabellenzwölfter mit 18 Punkten, damit gerade mal minimal besser als im Vorjahr, sind auch wieder nur 3 Punkte vor den Relegationsplätzen. Das ist bisher keine gute Saison, die wir spielen. Wir werden wahrscheinlich somit auch wieder international nicht dabei sein. Im DFB-Pokal sind wir immerhin noch drin, müssen jetzt hier ran im Viertelfinale gegen den 1. FC Köln. Und auch unsere Mannschaft hat sich eigentlich richtig gut entwickelt. Wir haben nur noch 2 Spieler in der Startelf, die nicht im 80er-Bereich sind. Das ist Luke Bacchio und dazu Cefuic, der Rechtsverteidiger. Also ansonsten haben wir eine phänomenale Entwicklung, vor allem Rentsch. Der ist direkt mal hochgegangen auf 80. Das ist richtig, richtig schnell, wie der sich entwickelt hat. Hatte er nicht noch im Sommer eine 76? Also das ist wirklich eine solide Entwicklung. Mittlerweile der beste Spieler, nicht nur Lafont, sondern Adeyemi ebenfalls mit einer 84. Das sieht richtig gut aus. Aber Fokus im neuen Jahr sollte dann auf jeden Fall ein neuer Rechtsverteidiger sein und dazu dann auch noch ein neuer rechter Mittelfeldspieler. Beziehungsweise wir könnten auch direkt einen neuen Linksverteidiger eigentlich holen und dazu dann auch einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Also Rechts- oder Linksverteidiger ist eigentlich relativ egal, da Rentsch polyvalent einsetzbar ist. Das Saisonende ist erreicht und es sieht danach aus, als wenn wir doch international dabei sind. Und zwar scheint es so, als hätten wir den DFB-Pokal gewonnen. Sehr, sehr interessant. Der Vorstand ist mit uns nicht zufrieden. Wir werfen erstmal einen Blick auf unsere Mannschaft. Es bleibt dabei, 2 Spieler nicht im 80er-Bereich. Das sollte sich allerdings zum nächsten Saisonstart direkt ändern. Weiterhin Adeyemi der beste Spieler, gefolgt von Lafont und den DFB-Pokal können wir tatsächlich gewinnen. Finalsieg gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:1. Ansonsten in der Liga leider am Ende nur Tabellenplatz 9. Aber ich denke, da ist im nächsten Jahr auch noch deutlich mehr drin. Und damit geht es direkt rein in Saison Nummer 3. Wir haben dann jetzt unsere beiden Transfers hinter uns gebracht. Zum einen ein neuer Linksverteidiger mit Nuno Tavares. Der wechselt für 25 Millionen zu uns. Er hat Geburtstag am 26. Januar. Und dann wechselt noch nach wirklich einem Kampf. Ich habe noch nie so lange nach einem Spieler gesucht, der reinpasst vom Geburtsdatum. Wir haben bestimmt 40, 50 Spieler angeguckt, bis wir einen passenden gefunden haben. Am Ende wechselt Ansgar Knauf zu uns. Er hat Geburtstag am 10. Januar und hat ein 79er Gesamtrating. Damit 2 Spieler mit einem 79er Rating zu uns. Und damit sollten wir spätestens in der Winterpause auf jeder Position einen 80er Spieler haben. So sieht dann die Startelf aus. Wie gesagt, nur noch unser Linksverteidiger und rechter Mittelfeldspieler im 70er Bereich. Ansonsten sind wir bereits überall auf der 80. Und damit geht es rein in die neue Saison. Wir sind im Januar angekommen und ich glaube, hätten wir nicht dieses eine Spiel hier im Dezember verloren, dann hätten wir kein einziges Pflichtspiel in der Hinrunde verloren.
Doch. Okay, August habe ich nicht ganz mitbekommen. Ansonsten sah es nämlich wirklich sensationell aus. Das heißt, im August lief es wohl nicht ganz so gut. Wir schauen mal auf unsere Mannschaft. Wie konnte die sich entwickeln? Mittlerweile der allererste 90er-Spieler, sonst überall im 80er-Bereich, außer Tavares, unser Linksverteidiger. Bin aber insgesamt sehr, sehr zufrieden, wie unsere Mannschaft sich entwickelt. Heißt vielleicht, dass wir uns direkt wieder nach einem neuen Außenverteidiger umsehen müssen. In der Liga sind wir aktuell Zweiter hinter dem VfL Wolfsburg. Trotzdem ein recht zufriedenstellendes Ergebnis im DFB-Pokal, Viertelfinale gegen Bayern. Und in der Europa League sind wir weiter als Gruppenerster sogar und dürfen damit weiterhin in der Rückrunde im europäischen Wettbewerb teilnehmen. Und so schnell sind wir dann schon am Saisonende angekommen. In der Liga hat sich nichts verändert. Am Ende Tabellenzweiter. Das ist wirklich ein solides Ergebnis. Ein Punkt hinter dem VfL Wolfsburg. Also da hätten wir gerne noch diesen einen Punkt mehr mitnehmen können. Im DFB-Pokal sind wir am Ende im Halbfinale gescheitert gegen RB Leipzig mit 3:1. Und in der Europa League war direkt im Achtelfinale Schluss. Hier mussten wir uns gegen Club Brügge geschlagen geben. Also der internationale Wettbewerb ist scheinbar noch nicht so unser. Ich hoffe, dass wir da in der Champions League dann richtig angreifen. Nächstes Jahr sind wir dann ja in der Champions League dabei. Wir brauchen einen neuen Sechser. Das ist das große Ziel, denn unser Sechser wurde per Ausstiegsklausel rausgekauft. Das heißt, da müssen wir definitiv einen neuen Mann finden. Wenn wir noch genügend Geld haben, dann holen wir uns natürlich auch noch einen neuen Linksverteidiger. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in die neue Saison. Und zur neuen Saison gibt es dann jetzt nur einen einzigen Deal fürs zentrale Mittelfeld. Die Position, wo leider zuletzt uns Toussaint per Ausstiegsklausel verlassen hat. Zu uns wechselt Enzo Fernandes, das Ganze für 110 Millionen und damit geht es direkt rein in die neue Saison. Wir haben jetzt den Winter erreicht, immerhin in der Bundesliga aktuell Tabellenvierter, das ist natürlich nicht überragend, aber reicht immerhin aus für eine erneute Champions League Qualifikation, das ist das große Ziel. Wir wollen jetzt natürlich jedes Jahr in der Champions League dabei sein, Problem nur, RB Leipzig und Borussia Dortmund haben beide ebenfalls 30 Punkte. Im DFB-Pokal sind wir auch noch drin und gegen Dynamo Dresden müssten wir uns eigentlich recht souverän mit unserem aktuellen Kader auch durchsetzen. Dann waren wir ja auch erstmalig in der Champions League dabei und hier konnten wir richtig groß auftrumpfen, sind am Ende direkt bei der erstmaligen Qualifikation Tabellenerster vor Juventus Turin mit 13 Punkten und müssen damit jetzt im Achtelfinale gegen Inter Mailand ran. Schauen wir auf unseren Kader, haben wir jetzt auch überall die 80 erreicht, mittlerweile sogar auf der Bank die ersten zwei 80er Spieler, weiterhin mit Abstand bester Spieler bei uns, Karim Adeyemi. Und dann geht es jetzt rein in unser erstes Champions League K.O. Spiel. Alle Hoffnung liegt auf Adeyemi, der mittlerweile einfach die 94 hat, also absoluter Starspieler bei uns. Wahrscheinlich auch der beste Spieler, der jetzt hier auf den Platz läuft. Und am Ende gibt es tatsächlich einen knappen 1:0 Sieg durch unseren Neuzugang Enzo Fernandes. Rein geht es ins Rückspiel. Ich hoffe immer noch, Adeyemi trifft hier auch nochmal. Wir starten rein in die Partie und es gibt das nächste 1:0. Diesmal trifft Adeyemi, aber er verschießt auch einen Elfmeter. Das ist nicht so stark. Am Ende trotzdem solide mit 2:0 gegen Inter Mailand durchgesetzt. Dann geht es jetzt rein für uns ins Champions League Viertelfinale. Natürlich hier einen der schwersten Gegner, die man überhaupt bekommen kann. Dass es nicht einfach wird, hätte ich mir ja denken können. Aber direkt gegen die Königlichen, das ist natürlich eine Monsteraufgabe. Schlotterbeck und Schick mittlerweile bei Real Madrid im Kader. Wir starten rein in die Partie und das kennen wir doch schon. 1:0 Sieg wie gegen Inter Mailand und der gleiche Torschütze wie der Enzo Fernandes. Also jetzt noch das Rückspiel wieder mit 1:0 gewinnen und ich bin zufrieden. Schlechtes Omen eventuell, das Spiel jetzt vor diesem Viertelfinal-Rückspiel gegen Bayern mussten wir leider verlieren und das Ganze mit 2:1. Ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen ist, bin gespannt, wir starten rein im Santiago Bernabeu und am Ende gibt es ein 2:2, das reicht für uns, dass wir hier weiterkommen. 3:2 Gesamtsieg, für uns treffen Knauf und dazu Enzo Fernandes, also wenn Enzo Fernandes nicht ein Mega-Deal war vor dieser Saison, dann weiß ich auch nicht weiter. Der schießt uns gefühlt in jeder Runde, in jeder Champions League Runde eine Runde weiter. Und es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich glaube, wir hatten schon schwerere Gegner. Wir müssen jetzt ran gegen Tottenham. Hier bin ich positiver Dinge. Ich glaube, das ist der einfachste Gegner, den wir bisher hatten. Am Ende verlieren wir aber genau gegen Tottenham, trotz Überlegenheit mit 1:0. Und jetzt müssen wir hoffen, dass Enzo Fernandes irgendwie im Rückspiel klären kann. Come on, Fernandes, bitte nicht so kurz vor unserem Ziel hier das Ganze aufgeben, nicht den Kopf in den Sand stecken. Jetzt mal wieder scoren, Enzo Fernandes. Wir starten rein in die Partie und am Ende gewinnen wir durchs Elfmeterschießen. Wir sind wieder das überlegene Team und jetzt bin ich gespannt. Hat Enzo Fernandes in der regulären Spielzeit geknipst und uns damit weitergebracht?
Wir schauen rein, wie verlief es. Auf jeden Fall ordentlich Elfmeterschützen. 120 Minuten in der Verlängerung gab es kein Tor. Enzo Fernandes auch ausgewechselt. Adeyemi trifft in der 75. Wir waren sogar 1-0 hinten. Und Rentsch trifft. Aber wir waren 1-0 hinten durch Heung-Min Son in der 15. Minute. Am Ende kommen wir trotzdem irgendwie übers Elfmeterschießen weiter. Ich nehme es natürlich gerne mit. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet nach der 1-0 Niederlage im Hinspiel. Und wir müssen im Finale, auch wenn das Rückspiel noch nicht gespielt ist, ich lege mich einfach mal fest, wir müssen im Finale ran gegen Manchester City. Es geht dann jetzt rein ins Champions League Finale. Leider haben wir ein Problem auf der rechten Seite. Luke Bacchio rutscht zurück in die Startelf. Dafür Dominguez mit dabei, aufgrund dessen, dass Knauf leider für dieses Finale rot gesperrt ist. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wir müssen aber antreten gegen die Mannschaft, gegen die wir es erwartet haben, und zwar Manchester City. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in dieses Champions League Finale. Ganz hinten läuft er. Oh mein Gott, wird er angekommen. Ganz hinten sind wir immer noch zu zweit. Den kann er annehmen sogar. 1-0. 5. Minute. Wir führen. Karim Adeyemi mit der Führung nach 5 Minuten. Schön überspielt hier. 1-2 rein. Können jetzt über Luke Bacchio auf außen vielleicht mal Akzente setzen. Oder wir gehen wieder in die Mitte. Adeyemi muss nicht im Abseits gewesen sein. Und er war ja auch nicht. 13. Minute. 2-0. Da hinten haben wir so viel Platz. Wenn er den gut spielt, dann hätten wir da Freiraum auf den Außen ohne Ende. Das ist traumhaft gespielt und das ist ein Ball in Lauf, der verhungert. Ich krieg die Krise. Vor. Also mehr Pech kann man nicht haben, glaube ich. Und so schnell ist das Spiel wieder ausgeglichen. 2-2. Oh mein Gott, Curtis Jones versteckt sich hinterm Gegenspieler, steht frei, man drückt Pass, er läuft dann dahinter und dann verlieren wir den Ball im Aufbauspiel. Dann passiert hier sowas, obwohl wir eigentlich hätten die Riesenchance aufs 3-0 gehabt, wenn der Pass anständig in den Lauf gespielt worden ist. Wenn das jetzt auch noch Curtis Jones war, mit dem Pass im Lauf vorhin, dann rast sie sowieso aus, weil Curtis Jones lässt sich wirklich spielen wie ein 63er-Spieler. Aber wir hätten die Chance aufs 3-0 und jetzt steht es einfach 5 Minuten später, nachdem wir das 3-0 hätten schießen können, 2-2, das kannst du keinem erzählen. Digga. Den haben wir perfekt weggegrätscht und EA gibt den wieder, wenn die den Ball jetzt reinkriegen. Oh, das ist schön. Nein, der sollte direkt auf den zweiten. Oh mein Gott, Adeyemi nimmt den anderen, statt er ihn durchlässt. Extra ein bisschen mehr aufgeladen, damit er zum zweiten geht. Und Haaland kommt da so durch. Ich fall vom Glauben ab. Oh, das ist die Riesenchance. Luke Bacchio, wenn Luke Bacchio es jetzt für Hertha macht, dann falle ich vom Glauben ab. Der muss aber nochmal querlegen, weil es ansonsten zu eng ist, aber wir machen es trotzdem. Ist es Enzo Fernandes? Ich weiß es nicht. Irgendjemand aus dem Mittelfeld muss es gewesen sein. 3-2 Führung. Hier, kurz vor der Pause, 45. Minute plus 2 und wir drehen tatsächlich diese Partie. Es ist Nico Gonzalez, der den Treffer hier macht. Schön quergelegt von Luke Bacchio. Und dann der Abschluss ist auch wirklich souverän, flach ins Eck. Nicht haltbar für Ederson und damit führen wir wieder mit 3-2. Rentsch, gute Flanke auf Adeyemi, der kommt auch ran, der Ball geht aber leider nicht ins Tor. Jetzt Adeyemi, Ball kommt auch gut, hat den nur leider auf dem rechten Fuß, der braucht den auf den linken, kriegt er auch und der Abschluss wird hier leider gehalten. Wir bleiben aber im Ballbesitz, nochmal in die Mitte, wieder die Riesenchance und jetzt ist es das Tor, die 4-2 Führung, aber es ist hier noch nichts durch, wir haben schon mal mit 2 Toren Differenz geführt, jetzt machen wir es wieder klar, 4-2 für Hertha und damit womöglich eine Vorentscheidung, aber ich will hier noch nichts fest sagen, denn 2 Tore haben wir schon mal ganz schnell wieder abgegeben. Komm jetzt schnell, da hinten haben wir Platz, vielleicht jetzt mal einen anständigen Konter, Adeyemi startet durch, du musst schneller sein als die Verteidiger eigentlich. Da geht eigentlich gar nichts dran vorbei. Spitzer Winkel, Adeyemi, Glanzparade lassen. Gute Ecke, sensationelle Ecke. Luke Bacchio oder wer war das? Oder? Es ist tatsächlich Luke Bacchio. 75. Minute, 5-2 und damit lege ich mich jetzt einfach mal fest. Vorentscheidung, Hertha gewinnt dieses Finale. Und dann direkt einen Konter starten. Come on, da hinten ist noch einer. Ich dachte, es wäre schon der letzte. Nein. War es kein Abseits? Okay, das ist in Ordnung. Ich dachte, der wäre Abseits gewesen. Aber schnell ist er hier nicht gerade. Das fällt mir auf. Trotzdem kurzes Eck frei und das ist der Treffer. 82. Minute. Ich glaube, es ist wieder
Nico Gonzalez, oder? Ja, tatsächlich. 82. Minute, 6:2. Das Ding ist jetzt sicher durch. Und jetzt ist hier wirklich alles offen. Adeyemi verhaut es, aber wir bleiben noch im Ballbesitz. Ball geht wieder auf Adeyemi. Das ist kein Abseits da und das ist der nächste Treffer. 7:2. Also das ist so deutlich, wenn er dich in der Halbzeit nicht erwartet. Oh, letzter Angriff. Eventuell hier. Wenn wir den Ball nochmal ganz auf die andere Seite rüberbringen können, dann hätten wir noch ein bisschen doller sein müssen. Luke Bakio kommt fast noch ran. Können wir nochmal Druck auf Ederson machen? Ja, der haut den Ball auf jeden Fall lang. Damit sollte das Spiel vorbei sein und das ist es auch tatsächlich. Wir gewinnen hier dieses Champions League Finale gegen Manchester City tatsächlich mit 7:2. Und in der Champions League auch tatsächlich die meisten Spiele ohne Gegentor. Unser Keeper Albon Lafont mit insgesamt 5 Spielen ohne Gegentor. Wir sehen jetzt hier, warum sieht man da unter irgendeinen Elfmeterschießenwert, obwohl es 7:2 ausgegangen ist? Das hatte ich, glaube ich, schon irgendwann mal, wo ich mich gewundert habe. Am Ende konnten wir auch tatsächlich die Bundesliga gewinnen, sind hier Erster vor Bayern 04 Leverkusen und im DFB-Pokal, da habe ich in der Winterpause noch so große Töne gespuckt. Wir sind tatsächlich dann gegen Dynamo Dresden ausgeschieden, direkt im Viertelfinale. Sehr, sehr ärgerlich. Wir können nochmal reinschauen, wer hat bei uns denn die meisten Tore am Ende geschossen? Das würde mich nochmal interessieren. Wahrscheinlich Adeyemi, ganz genau 30 Tore Adeyemi, aber auch Fernandes, 26 Tore, hat jetzt zwar im Finale nichts groß gezeigt, ich habe ihn kaum gesehen, aber ist der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen. Und damit haben wir vor dieser Saison nochmal einen sehr wichtigen Spieler verpflichten können, 37 Torbeteiligungen. Dann haben wir Adeyemi mit 33 Torbeteiligungen, das ist wirklich sensationell. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses heutige Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, wenn du neu auf dem Kanal bist. Lass natürlich auch liebend gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.